Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Tutorial hier von Eindeutig Englisch. Und zwar heute zeige ich euch mal in kurzen Worten, hoffentlich, wie ihr denn mit dem Displacement Tool arbeiten könnt. Das richtet sich jetzt an die Beginner von euch. Das heißt, wenn ihr mein Video schon ein bisschen länger verfolgt oder schon ein bisschen fortgeschritten seid, interessiert euch das wahrscheinlich jetzt nicht, das Video. Ihr könnt es natürlich gerne angucken und teilen, würde mich natürlich freuen. Ansonsten, wie gesagt, das ist nur für die Anfänger da. Deswegen machen wir uns jetzt, also anhand eines Steines machen wir jetzt, und zwar machen wir uns eine Kugel. So, dann gehen wir hier auf unser Tool-Werkzeug und nehmen uns unseren Displacement, also Displacer. Anders als jetzt bei NURBS oder anderen Geschichten, normalerweise ist es so, dass wir immer die Kugel unterhalb des Objektes ziehen. Aber diesmal machen wir andersrum. Wir machen unser Displacement unterhalb von der Kugel. Passiert aber noch nichts. Und zwar, wir gehen auf Shading, also weil das liegt halt daran, weil wir müssen dem natürlich noch irgendeinen Effekt geben. Deswegen gehen wir auf Displacement, haben hier die verschiedenen Reiter, gehen hier auf Shading, gehen auf unseren Pfeil und jetzt haben wir hier wie bei den Texturen auch die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Da wir uns jetzt einen Stein machen und verschiedene Neues aufeinanderlegen wollen, reicht es nicht, wenn wir nur ein Neues haben, weil wenn wir auf Neues gehen, dann hat er nur diesen einen Shader. Deswegen gehen wir auf Ebene. Also das Prinzip ist so wie bei Photoshop oder sowas, dass man halt verschiedene Ebenen aufeinander packen kann. Deswegen öffnen wir unsere Ebene hier, gehen auf Shader, gehen auf Neues. Jetzt sehen wir schon, ah, es tut sich was. Dann öffnen wir Neues, und zwar indem wir hier draufklicken und wählen wir neues Art erstmal zu wäre neu aus. Also ihr könnt natürlich gerne experimentieren, aber wir wollen halt erstmal das Base Layer machen, Layout machen quasi, und das ist für Stein, dieses wie neu. Wäre neu. Okay, jetzt ist es schon mal ein bisschen anders. Jetzt ist es so, wir wollen das natürlich nicht so spitz haben. Wir wollen es halt ein bisschen abgeflachter haben. Deswegen gehen wir hier auf globale Größe. Anstatt 100% gehen wir mal 1000%. Und zwar, das heißt, weil er zoomt in das Bild rein. Heißt, wenn wir jetzt Enter drücken, hat er jetzt so einen Punkt ausgesucht, das er natürlich sehr vergrößert hat. Und das ist, was wir brauchen. Jetzt sehen wir natürlich, sieht es immer noch nicht so toll aus. Und zwar, das liegt zum einen daran, weil wir mehr Segmente brauchen. Das heißt, ist natürlich Neues hängt natürlich davon ab, wie viele Segmente ihr habt. Dementsprechend gibt es diese Höhen und Tiefen. Deswegen gehen wir auf unsere Kugel. Segmente haben wir 24, deswegen machen wir mal 100. Okay, sieht schon mal besser aus, allerdings noch nicht genug. Deswegen gehen wir mal auf 300. Okay, sieht schon mal ein bisschen besser aus, allerdings immer noch nicht. Deswegen wir gehen zurück auf Displacement, gehen auf Objekt und hier haben wir unsere Stärke und Höhe. Ihr könnt die Stärke eigentlich erstmal vergessen. Also, das ist im Endeffekt, könnt auch nur mit der Höhe arbeiten. Das ist halt einfach quasi dieser Höhenunterschied, wie der Name schon impliziert. Deswegen gehen wir mal auf 80%. Okay, ist ein bisschen viel für meinen Geschmack. Gehen wir mal auf 50. Okay, das ist schon mal, ja, okay. 40. Okay, 40 ist schon mal gut. Gehen wir auch mal auf 30. Ne, okay, 40. So, jetzt haben wir schon mal unsere Grundform. Deswegen gehen wir hier wieder auf Shading, gehen auf unsere Ebene drauf, gehen auf Shading, gehen auf Noise. Nicht wundern, die Ebene überlappt halt die andere Ebene. Das fixen wir gleich. Gehen wir aber erstmal hier auf unseren Noise-Channel. Ändern wir das zu Turbulence. Und wollen wir aber nicht so stachelig haben, sondern ein bisschen abgesmoothter, aber nicht so viel. Deswegen gehen wir mal auf 500%. Ja, und das sieht doch schon mal ganz nett aus. So, jetzt gehen wir auf unser Displacement wieder. Gehen wir auf unsere Ebene. Jetzt sehen wir halt, das ist hier 100%. Das ist halt die Deckkraft, die ihr quasi auch von Photoshop oder sowas kennt. Wir wollen unser Base Layer natürlich auf 100% lassen und das übere, die ganzen neues Dinger, die hier oben sind, können wir natürlich ein bisschen runterschrauben. Ich
denke mal, so ist okay, wenn wir das mal so auf 30% machen. Und dann machen wir uns noch ein. Und zwar gehen wir auf Displays Media. War ich ja gerade, okay. Dann gehen wir nochmal auf Shading. Auf Noise gehen, machen wir bei unser Noise auf, gehen wieder auf unseren Turbulence und na, okay, doch habe ich, ne, sorry, anderes Turbulence oben und gehen auf globale Größe, diesmal mal 300, wenn wir uns ein bisschen stacheliger haben. Und dasselbe machen wir wieder gerade auch, das heißt, wir machen unsere Deckkraft ein bisschen kleiner. Ja, voilà, so sieht es doch gut aus. Perfekt. Jetzt geben wir noch eine kurze Farbe. Und zwar gehen wir auf bei Farbe, auch wie auf Textur, machen wir Neues, dasselbe wie gerade auch quasi. Gehen wir auf unsere Neues drauf, gehen auch bei Neues beim Channel und zwar Turbulence wieder. Die Farbe ändern wir mal so zu einer typischen Steinfarbe, würde ich mal sagen. Gucken wir mal, ob das nicht zu gelb ist. Ich hoffe nicht. Und genau, machen wir uns ein Licht. Licht machen wir uns mal. Jo, ich denke, so ist gut. Und dann machen wir uns mal Effekte. Kurz Ambient. Na, sorry, Quatsch. Ambient Occlusion. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Ambient Occlusion, bin ich blöd? Bin ich glaube Animation, Cartoon Render, nee. Hey? Da, nee. Ah, okay. Sorry, hatte ich doch genommen. Okay. Und jetzt gucken wir mal, wie es aussieht. Ja, und voilà. Jetzt haben wir schon mal, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt wollen wir halt, weil wir sehen halt, ist ein bisschen stark das Glanzlicht und sieht immer noch nicht so toll aus. Deswegen gehen wir hier ganz kurz mal auf Relief. Machen quasi, ach, nicht auf Nebel, auf Relief. Weil wir wollen natürlich die Struktur auch haben, nicht nur die Form, sondern auch die Struktur eines Neues. Deshalb machen wir einfach Neues rein, gehen auf. So, und gucken mal, wie das ausschaut. Und voilà, jetzt haben wir das doch ein bisschen steiniger. Ja, und das war's im Endeffekt. Genau, und ihr könnt auch, andere Möglichkeit ist, ihr könnt selber den selben Effekt auch nachvollziehen, wenn ihr auf Displacement, wenn ihr anstatt diesen Displacement das Tool nehmt. Also ich kopiere mir den Shader mal. Aber kopieren, weil wenn ich das jetzt lösche, seht ihr, okay, das ist eine ganz normale Kugel. Ihr könnt auch auf eure Textur gehen und im Endeffekt dasselbe, was wir gerade gemacht haben, ist hier auch, wenn wir unter Displacement das aktivieren und gehen wir bei Textur, haben wir dasselbe, also gehen auch wieder auf Ebene und Neues. Ich habe das ja gerade kopiert, deswegen gehe ich auch nur auf Einfügen. Haben wir das dasselbe eingefügt quasi. Das Einzige ist natürlich, wir sehen das halt im Viewport nicht. Heißt, um das zu aktivieren, müssen wir jetzt Subpolygon Displacement aktivieren, damit er halt auch die Polygone, die Unterpolygone mit einbezieht und sowas. Und maximale Höhe haben wir dasselbe auch. Das heißt, wir gehen mal auf, ich glaube, 40 hatten wir gerade. Und wie ihr sehen könnt, ihr seht halt nicht, aber wenn wir das jetzt rendern, okay, tut es immer noch nichts. Weil, sorry, vergessen. Ihr müsst natürlich die Kugel editierbar machen und zwar in drin ihr C gedrückt, weil damit natürlich die Polygone auch mit berechnet werden, die ganzen Segmente. Und deswegen rendern wir mal das ganz kurz, müsste im Endeffekt genauso gleich aussehen. Und wie ihr sehen könnt, wir haben denselben Effekt wie jetzt auch. Der Unterschied ist jetzt, bei dieser Variante haben wir jetzt 44 Sekunden hier unten gebraucht zum Rendern, beim anderen war halt 2 Sekunden oder sowas. Also das ist natürlich schon ein Unterschied. Und das Einzige und das andere ist natürlich, ihr seht es im Viewport nicht. Also das heißt, ihr müsst halt, könnt ihr beispielsweise mal hier auf die Render-Preview gehen und könnt dann hier auf Render-Manager gehen. Das heißt, ihr habt das Kästchen, was der halt immer rendert, damit ihr sehen könnt. Aber am besten, wie gesagt, nutzt das Displacement-Tool, ist wie gesagt viel schneller. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und ein bisschen geholfen. Wenn noch irgendwie Fragen habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben.
Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr eine positive Kritik da lässt. Könnt ihr auch gerne negativ schreiben, wenn ihr irgendwas sehen wollt oder verpasst habt oder nicht ändern soll. Ansonsten könnt ihr es gerne auch teilen, würde mich echt freuen drüber. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.